Willkommen zu einer neuen Folge von Train Fever in der Beta-Version. Ich suchte dieses Spiel ja wirklich, ne? Und ich hoffe, dass diese Elendsstadt St. Mergen jetzt mal wirklich endlich was wird. Denn irgendwie bisher war das ja nicht so, ne? Aber jetzt hat dieser Dings allen Ernst zwei Bahnhöfe. Da muss doch mal was passieren. Kann doch wohl nicht wahr sein. Dass die jetzt noch nicht mal den Bahnhof nutzen, der hier vor ihrer Nase ist. Aber auf einmal wird hier wieder viel gebaut. Das ist ganz interessant. Ah! Aha! So. Jetzt geht's auf einmal. Der Bahnhof war einfach nur zu weit außerhalb, glaube ich. Ja, ich glaube, das wird es gewesen sein. Die schicken wir jetzt mal gleich zurück ins Depot, sobald die auf dem Rückweg ist, damit wir die mal austauschen können, weil ich glaube, die wird sich nicht mehr lange rentieren. Also bis jetzt hat sie sich ja sowieso noch nicht rentiert, aber bald wird sie uns starke Verluste einfahren und wenn wir es jetzt gerade sehen, dann können wir es ja direkt ändern. Bevor es zu spät ist, ne? Nech? Ach, das ist ja noch eine. Sehr witzig. So. Die jetzt bitte ins Depot. Ach, und auf einmal fahren sie auch von hier aus dahin. Es geht also doch. So. Jetzt kaufe ich einen neuen Zug. Jetzt weiß ich nur gerade nicht welchen. Mal kurz alles durchgucken in Ruhe. Was nehme ich denn? Also das scheint ja hier eine Lok zu sein. Die könnten wir ja nehmen. Ach nee, ich vertraue wieder auf das Zeug hier. Nicht genug Geld? Was ist das denn? Ich muss jetzt noch ein bisschen die Geldmaschine hier laufen lassen. Kann ich jetzt? Immer noch nicht. Na, da war's gerade. Super. Wie viel war das? 87. Komm, mach noch ein bisschen Geld. Noch ein bisschen. Na. So. Was war das jetzt für eine Linie hier? Die von St. Mergen. Kann keiner gerade drauf sein. Das ist die Linie 30, ja. Also, das weisen wir der Linie 30 zu, sobald die andere wieder da ist. So, und jetzt. Die verkaufen wir und die weisen wir der Linie 30 zu. Und los geht das! Ach, und auf einmal sind die Bushaltestellen auch interessant, oder was? Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Unfassbar. Und jetzt warten tatsächlich 8 Leute hier schon. Scheint tatsächlich nichts unmöglich zu sein. So. Dann können wir uns jetzt mal um die verlustreichesten Linien, das ist die Linie 22. Von Krümmel nach Norderney. Mhm. 22. Es warten 5 Passagiere.
So, jetzt ist natürlich die große Frage, was macht diese Strecke so unattraktiv? Beziehungsweise warum gehen da nicht mehr Leute hin? Könnte man durch eine schnellere Linie da vielleicht was rausholen? Aber ich glaube, das ist schon eine Hochgeschwindigkeitslinie, ne? Was ist da der Grund für, dass die so viel Verlust macht? 9 von 50 Passagieren sind da nur drin. Wie alt ist denn das Ding hier? 4 Jahre erst. Dann lohnt sich ein Austausch noch nicht. Aber das ist, glaube ich, schon Hochgeschwindigkeitszeug. Das habe ich ja als letztes erst ausgetauscht, glaube ich. 11 von 50 ist auch nicht so dolle, ne? Was kostet denn hier? Hiermit könnt ihr niemanden transportieren. Und das hier kostet dann nochmal. Aber wenn ich das beides zusammen für 1,5 Millionen kaufen würde, vielleicht würde es ja was bringen. Oh, Jahr 2000. Wir sind im Jahr 2000. Jawollo. Die Linie 1 ist natürlich immer noch so ein richtiger gewinnbringender Faktor hier. Die ist auch noch fast voll besetzt. Also ich denke, vielleicht bringt es was, hier tatsächlich so einen Hochgeschwindigkeitszug einzusetzen, weil ich glaube, die Strecke ist komplett aufgerüstet. Wenn wir da einen fahren lassen aber was kostet denn ein Zügel kaufen? Was kostet denn hier so ein? Was ist da der Unterschied? 23 und 13 kosten beide das gleiche. Der wäre ich ja blöd, wenn ich den einen kaufen würde. So, wie sieht's in St. Margin aus? Hier scheint es ja ganz gut auszusehen. Vielleicht nehmen wir dann auch mal wieder die Linie von Alt-Porsdorf nach St. Margin in Betrieb. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist es. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Oder? Ach nee, lieber nicht. Man weiß nie. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Hier sieht es ganz gut aus. Linie 1, 82 Passagiere, unfassbar. Es variiert auch sehr stark. Mal spielt das viel ein, mal weniger. Und das ist halt auch echt eine schnelle Strecke so. So, jetzt haben wir 1,5 Millionen. Jetzt werde ich mal mich auf Shopping-Tour begeben und den kaufen, sowie den hier. So. Und der muss sich dann mal ins Depot verkrümeln. So, warten wir mal, bis der da ist. Was ist denn das für eine Linie überhaupt? Linie 22, hier steht's schon. Mal gucken, wie schnell der ist. Vielleicht lohnt sich das ja. Lohnt sich das?
Oh, eine neue Straßenbahn. Die sieht aber jetzt sehr modern aus. Wir sind tatsächlich ziemlich jetzt schon so in dem Jetzt angekommen. Okay, der ist wirklich sehr, sehr schnell. 120, komm, da geht noch mehr. 130, 150. Ah, Höchstgeschwindigkeit kann er fast nie fahren, aber immerhin, würde ich sagen, ne? Und 15 von 23. Ich denke, das könnte sich langfristig tatsächlich auch lohnen. Nochmal gerade anklicken, jetzt ist es gerade blöderweise weg. 13 von 23. Ja. Ja. Ist gerade noch keiner da für die Linie. Ist ja hier 22 und nicht Linie 20. Einer. Für einen fährt er jetzt tatsächlich. Bisschen wenig, ne? Dafür habe ich nicht in den Hochgeschwindigkeitszug investiert hier. Bin ich mal gespannt, ob sich das langfristig finanzieren wird. Aber hier sind es wieder 7. Doch, das kann was werden. Bin ich recht zuversichtlich. Naja, gut. So. Mit diesen Worten beende ich dann auch mal die Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.